So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Gut. Wir haben die Mission geschafft, die fünfte. Also mal gucken, was wir so als nächstes machen. Kontakte 2 von 3. Ah, dritten Kontakt geht gerade nicht. Was ist das? Nicht zugewiesener Ingenieur. Annehmen. Vorräte, Alien-Legierungen. Vorräte, Vorräte. Ja. Ne. Ein Ingenieur. Brauchen echt mal mehr Ingenieure. Guerilla-Taktik-Schule. Kein Ingenieur, aber egal. Brauchen echt mal mehr Ingis. Ja, gut. Auf zur Brücke. Phänomen, ja. Belohnung Wissenschaftler. Nicht jetzt, aber klingt interessant. So, ich wollte gerade noch was anderes machen. Waffenkammer. Soldat anzeigen. Verfügbar, verfügbar. Ein Sniper hätten wir bald wieder. Das ist er, der Erschütterte. Gut. Dann würde ich sagen, trotzdem muss ich weiter. In Vorbereitung, in Vorbereitung. Kontakt herstellen. Setze Kurs auf Sektor 11, Westafrika. Ja, wollte ich doch. Warum kann ich es nicht anklicken? Egal. Zwei Tage noch. Okay, untersuche die Advent-Geheimeinrichtung. Schließe die Advent-Geheimeinrichtung Einsatz ab. Aha. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf Ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Ich habe unsere neuesten Einsatzziele aktualisiert, Commander. Okay. Neue regionale Kontakte gefunden. Na dann. Aha. Alles klar. Commander, der Vorrat muss doch immer eingesammelt werden. Wir können die gebrauchen, um Waffen und Rüstung kaufen, bla bla bla. Ja, habe ich sowieso vor als nächstes. Avenger berechnet neuen Kurs. Da muss ich mich um den Wissenschaftler kümmern. Würde ich mal sagen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Na dann, erzähl mal. Die rasante körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie, als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Vorläufige Autopsie, durchgeführt von Dr. Richard Teigen, diensthabender Wissenschaftsoffizier. Obgleich meine direkte chirurgische Erfahrung begrenzt ist, weist die genetische Manipulation, die die Aliens an der zuvor als Sektoid katalogisierten Spezies vorgenommen haben, eine gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Anatomie auf. Während die ersten auf der Erde beobachteten Sektoiden nicht mehr als ein Meter groß waren, sind die heute anzutreffenden Exemplare fast doppelt so groß. Mir ist durchaus bewusst, dass die Aliens stetig daran arbeiten, menschliche und Alien-DNA zu kombinieren. Und meine Erkenntnisse sind
nur ein weiterer Hinweis auf ihren kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Diese größere Sektoid-Variante hat einen noch höheren Anteil an menschlichem Genmaterial, das mit dem Ziel integriert wurde, die ansonsten begrenzten physischen Möglichkeiten des Originals zu erweitern. In Anbetracht der verbesserten psionischen Fähigkeiten und der gesteigerten Körperkraft würde ich sagen, es ist ihnen gelungen, R. Tigen. Gedankenschild könnte ich erforschen. Oder bauen? Bauen. Gut. Fünf Tage. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Das ist aber nett von dir. Ich habe mich gefragt, wie die Advent-Regierung unsere Gruppe von Abtrünnigen sieht. Sind wir für sie eine Bedrohung oder eher ein Ärgernis? Das weiß ich nicht. Erschütternd, leicht verwundet. Ach, in 5 Tagen haben wir alle wieder geheilt. Und er ist erschüttert, aber verfügbar. Gut. Ja, langsam wird's besser. Ehe Maschinen werden entfernt. Jo. Ich war bei der Vorratslieferung bei. Alles klar. Setze Kurs auf Südafrika. Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Willkommen, Commander. Spezialist. Medizinische Unterstützung. Während der Erwägung stellt das Widerstand zusätzliches medizinisches Personal zum. Während die Avenger hier positioniert ist, stellt das Widerstands-Hakku zusätzliches medizinisches Personal zur Verfügung, damit sich unsere Soldaten schneller von ihren Verletzungen erhöhen. Der Kauf dieser Fähigkeit überschreibt den aktuellen Scan-Modus des Widerstands-Hakku. Der Scan-Modus kann nur einmal pro Monat verändert werden. Okay. Brauche ich einen NG? Kostet 150 Vorräte. Nee, das ist leider noch zu teuer. Können wir nicht machen. Ja, und die Geheimangriffe kann ich leider noch nicht angreifen. Avenger berechnet neuen Kurs. Ist ja ein bisschen Weg. Commander, aufgrund der Vielzahl von Kontakten, die wir hergestellt haben, erhalten wir Unterstützungsanfragen von mehreren Orten auf der Welt. Leider reichen unsere Ressourcen nur aus, um einer dieser Anfragen nachzukommen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ein Sniper. Behindert düsteres Ereignis. Ich muss das unternehmen, weil ich unbedingt einen Sniper brauche. Gut, eher Advent-Kontrollpunkt auf dem Land verringern. Die Vorräte bei der nächsten Vorlieferung. Gut, okay. Das ist eine Link-Information. Das andere verändert die Informationskosten.
Nein, ich mag Westafrika. Setze Kurs auf Westafrika. So. Wen haben wir denn alles? Sarge Kelly. Paladin. Sturmgewehr, Schrofflinte, Schrofflinte. Corporal Klein. Spezialist, Grenadier, Ranger, Ranger. Den entfernen wir mal, Soldat auswählen. Und ich brauche einen Sniper. Da ist der Schnüber. Nur noch zwei Tage und dann haben wir auch die. Gut, Waffenverbesserung. Obwohl, ich hol mir mal einen Schnüber. Aber das. Auch, aber was Spannendes. Ja. Keine Ahnung, Klaus. Ausrüstung. Pistole, ja. Ja, Medkit. Individualisieren wir mal. Hauptrüstungsfarbe. Grau ist eigentlich okay. Ja, und die sekundäre Farbe Schwatt. Oder? Haben wir noch was Schwärzeres? Nee. Das ist eher so dunkelgrau, aber okay. Machen wir die Hauptrüstungsfarbe mal schwarz. Also richtig dunkelschwarz. Bin es auch nicht, ist dunkel. Ja, lassen wir es so, ist ja okay. Hautfarbe bleibt. Mit Deutsch 9. Waffenverbesserung. Ja, wollte ich nicht machen. So, wie ist hier? Ja, Corporal. Die visualisieren. Hauptrüstungsfarbe. So. Ratsch. Machen wir mal so ein Orange-Kombi. So, das passt. Und Waffenverbesserung. Was haben wir mit der Waffenfarbe? Was unter individualisieren? Oder Waffenverbesserung war das genau. Waffenfarbe. Das sieht doch gut aus. Waffenmuster. Getigert. Punkte. Oh, digital. Klassisch. Alien, Tundra, Hex. Oh.
Oh, Flecktarn-mäßig was. Waffenname ist egal. Ja, bunte Truppe. Oh, loslegen. Position für den Einsatz. Operation Eiskalter Götze. Die Namen. Die Missionsnamen sind echt immer. Naja, ich sag nichts dazu. Ein Widerstandskämpfer hat ein Gerät improvisiert, das die über einen Zugangspunkt zum Advent-Netzwerk laufenden Daten abfängt. Die Daten sind offenbar kritisch für die jüngste Operation der Aliens und sie sind unterwegs, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das zu verhindern. Schalten Sie alle Feinde vor Ort aus, sichern Sie das Gebiet und beschützen Sie das Gerät. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Oh, warum hasse ich diese fünf Worte? Uns bleibt nicht viel Zeit. So, wo ist mein Snibber? Schnibber, da ist der Schnibber. Ich muss mal dahin. Bestätigt. Ich glaub, Rücke aus. Ja, dahin. Verstanden. Rücke aus. Fuck. Sie kennen unsere Position. Haben es mit Advent zu tun. Leck mich doch an die Füße. Volle Möhre reingerannt. Vielleicht zwei Alien-Nester aufgeweckt. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Er kann wahrscheinlich. Oh, er kommt da nicht ran. Else klein. Erst muss ich hoffen, dass. Sie kommt da auch nicht hin. Wenn es schon schief geht, dann geht es richtig schief. Daran. Ja. Treffe ich sogar beide. Nein, aber ihn treffe ich. Granate! Muss ich ja. Zielposition vor. Mach das. Das ist eine scheiß Position eigentlich. Offizier, Waffe abfeuern, 29%. Nein, Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Und bin dabei. Sie muss dahin. Ja. Sie ist. Team Feuerschutz. Also. Mir entgeht nichts. Oh, was macht er? CS. Ein Wiederbeleben.
Wenn man jetzt einen Zug damit Arsch. Reanimiert. Parkiert. Sieben. Schön. Nochmal daneben. Stehe unter Beschuss. Den Feuerschutz klappt ja auch nicht wirklich. Sniper mal. Nein. 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 Schon besser. Achso, das. Diesen Präzisionsschuss. Dafür kriegen wir als erstes. So. Da hätte ich Deckung von da. Wenn ich da hingehe, habe ich auch Deckung von da. Nicht begebe ganz so mich hoch. Zu dieser Position. Und ich hoffe mal. Sehr gut. Nein. Sextoid-Waffe abfeuern. Schaden 3 bis 6. 91%. Ah, ich dachte schon gerade, sie hätte Feind verfehlt. Erledigt. Was haben wir denn da? Ah, sie hat was eingesammelt. Sea-Zombie ausgeschaltet. Schön. Ey, Datenspeicher. Na, immerhin. Die Techniker werden das lieben. Das ist doch schon mal ein bisschen besser. Und trifft sie. Doch, schön. Einer weniger. Bedrohung ausgeschaltet. Da haben wir die Szene ja noch relativ gut gelöst. Ich muss mal schon mit dir unterwegs. Sehen. Und Feuerschutz. Sie ziehen sich zurück. Vorrück. Daneben. Na, immerhin. Er hat sich zurückgezogen. Kein Treffer. Oder S. So, ja, weiter. Achso. Nee. Stehen geblieben. Hallo? Ah ja. Er kann nichts snipen, super. Hier muss man ein Stück zu weiter vor. Feuerschutz geben. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Und auch Feuerschutz. Feuerschutz. Werde klein. Dahin. Befehl bestätigt. Und leider auch Feuerschutz geben. Biete Feuerschutz. Brennt es nicht, also gehe ich mal dahin und ich hoffe mal, dass mich zur Zielposition. Wenn ich verbrennt und gebe Pistolenfeuerschutz. Nachladen. Oder nachladen.
Dann mal los! Hä? Was ist denn da jetzt? Ich brauche ein Medikit! Hilfe! Verdammt! Ich brauche Hilfe! Oh, hat er denn gemacht? Klasse. Naja. Er ist runtergefallen, alles klar. Und er schiebt natürlich wieder Panik. Gut, wie auch immer, bevor ich die Runde anfange, mache ich mal wieder einen Cut. Save was mal zwischendrin. Das war das letzte. 5. Mission geschafft, alles klar. 6. Mission angefangen. Alles klar. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Bis denn dann.